Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft Auge des Sturms. So, dann wollen wir mal schauen, was heute hier so geht. Also, schauen wir uns mal den hier an. Betrachten. Oh, der ist ein bisschen besser wie ich equipped. Naja, nehmen wir uns erstmal den hier mit. Dann buffen wir uns einmal durch. Auf euch ein bisschen Kopfschmerzen. Und stoppeln auf. Ich glaube, Auge des Sturms war meine allererste Runde, die ich aufgenommen hatte. Deswegen brauche ich hierzu nichts zu sagen. Und wenn denn das immer das gleiche Prinzip, wer jetzt erst 1500 Punkte hat, hat gewonnen. Ich glaube, damals waren es mal 1600. Bin mir aber auch nicht mehr ganz so sicher dabei, weil ich habe eine sehr lange Zeit kein PvP mehr gespielt. Weil hauptsächlich habe ich damals immer auf PvE-Server gespielt. Aber jetzt habe ich mittlerweile wieder angefangen, auf dem PvP-Server zu spielen, auf Frostwölfen. Und ja. Wie ist der Plan? Gewinnen. Wenn wir reinschreiben. Schrägstrich I. Nennen. Gut. Dann schauen wir mal. Ist hier auch noch geschrieben, angeschrieben. RBG. Da schauen wir mal. Da gehen vier Leute hin. Da gehen vier Leute. Drei Leute. Na gut, da gehe ich damit. Ja, da fragen sie mich. Bin auch im Auge. So. Zwei zu zwei, die alles führen. Ah, okay, ist noch ziemlich am Anfang. Kann noch viel passieren. Lieber schon weiter. Okay. Ja, das ist so langweilig, hier so aufzupassen. Ach Mensch, das macht hier sonst keiner. Aber man muss wieder unsichtbar. Oder verstohlen. Ein bisschen im Kreis herum. Tanzen ein bisschen mit den Hexer.
Gut, er sagt sich so rübergehen. Dann gehen wir mal rüber. Und schnappen uns den da. Der schnappt uns. Schnell weg hier. Gehen wir mal in der Mitte rein. Da sprich mehr los. Gerade nochmal nachgeschaut, ob ich nochmal angeschrieben wurde, aber nee, das war's. Okay, kein Thema. Eigentlich dachte ich, dass ich heute Level 86 werde. Da habe ich mich wohl geirrt. Waffen aufsammeln und reinreiten. Na gut. Ich denke mal, das haben wir verloren. Wir haben da ja in der Mitte keine Schnitte irgendwie. Die flexen uns da weg. Das gibt's da nicht. Das gibt's da nicht. Und jetzt war auch nur noch eine einzige Base. Ach Mensch. Das ist doch so was von. Ah. Das ist sowas von deprimierend gerade. Da steht da ganz in Ruhe und schaut zu. Komm mal rüber. Machen wir so hier, zack. Schleichen wir uns oben hoch. Die wissen, dass ich komme. Wir haben alle Angst.
Ja, da waren sie ein bisschen abgelenkt. Für 2 Sekunden, 3 Sekunden, ich weiß es nicht. Aber witzig. Ach ja, haben wir ja jetzt wieder 2-2. Die haben schon 1000 Punkte, wir haben ja 600 Punkte. Ich denke mal, was ich schon die ganze Zeit sage, wir werden verlieren. Moment, das ist anders hier. So. So hat das auch nichts gebracht. Schauen wir uns mal die Gegner an. Allianz. Es ist also nicht eine Gilde. Es sind sehr viele verschiedene. Es gibt ja auch manchmal so Truppen, die gehen da mit einer ganzen Gilde rein. Und habe ich auch schon mal gegen einer gespielt. Haben aber sowas von verloren. Die waren so gut abgestimmt und abgesprochen aufeinander. Meine Gilde hatte das damals auch mal gemacht, in der ich hier drin bin. In der Eden Club BKK. Die hat das damals auch gemacht. So RBG-Runden. Da war auch ganz gut gewesen, die Gilde da drin. Leider haben sich da so wie bei den meisten Rollenspielen irgendwie Leute gestritten oder ich sag mal auseinandergelegt. Und ja. Und dann haben sie sich getrennt. Und es waren damals über 300 Leute drin, jetzt sind es nur noch 69. Ich weiß noch damals, wo die 300 Leute drin waren, da waren ungefähr immer 60 Leute online, immer gewesen, die sich dann immer so getroffen haben, dann alle zusammengespielt haben. Dann jetzt von wegen hier, wir machen eine eigene Gilde auf, sind zu viele Leute hier drin und ja, pipapo. War ganz nice gewesen damals, mit so einer großen Gilde. Allerdings habe ich da noch nicht aktiv auf den Server gespielt. Deswegen habe ich das nur so immer mitgekriegt, also nicht hundertprozentig mitgekriegt, sondern nur, wenn ich gerade online war. Ich war gar nicht mal so schlecht. Ich war sechster Stelle. Ja, wir waren ja auch noch 14, ne? Muss man bedenken. Wir waren einer weniger. Kein Wunder, dass wir verloren haben. Die Allianz spielt halt immer unfair. Na, das sollte ich vielleicht nicht so laut sagen. Ich habe ja selber Allis. So, ich bin jetzt hier von runtergesprungen, weil meine Quest fertig war. Aber springen, lassen wir mal wieder hoch. So, ich habe hier nämlich im Faschier keine einzige Quest mehr. Die letzte habe ich gerade fertig gemacht. Normalerweise weiß ich noch, dass es hier ringsherum eine Quest gab. Deswegen bin ich hier rumgeschwommen, aber ich habe nichts gefunden. Wo kriegt man die erst, wenn man die Instanz gespielt hatte? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Faschier zwar dreimal durchgequestet, mit denen jetzt das vierte Mal. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich an die Quest hier kam. Oder war später was anderes? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ich werde jetzt hier zurück in meiner Base schwimmen, die da oben irgendwo rumtummelt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.